Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wie immer unterwegs ist. Wie ihr seht, bin wieder unterwegs in einer richtig schönen Gegend hier auf der Jura-Route in der Schweiz. Die dritte Etappe steht heute an. Wow, es ist schon wieder wunderschöner Morgen. 9 Uhr morgens, schon relativ warm, finde ich auf jeden Fall. Wow, und das Wetter ist wieder einsame Klasse. Es bleibt heute so, vielleicht wieder nur ein paar Wölkchen. Und dann war es das auch schon wieder. Ja, heute ja, sind es nur 63, 64 Kilometer. Der Lac de Joux wollte ich eigentlich hin. Es hört sich nicht viel an, aber sind natürlich wieder jede Menge Höhenmeter dabei heute. Schöne Orte wieder dazwischen, schöne Täler, schöne Hochtäler wahrscheinlich, oder wo ich viele schöne Aussichten habe. Hoffe ich zumindest, weil die letzten Tage war ja auch Wahnsinn, was da zu sehen war. Ja, es ist ein richtig schöner Radltag und es wird wohl hoffentlich schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Erste kleine Hürde ist genommen, gleich wieder tolle Aussicht, aber es ist noch nicht der allerhöchste Punkt. Es geht da hinten mal noch ein kleines Stück höher, aber nicht mehr wild. Also gerade eben ging auch sehr gut, 7 bis 5%, was immer. Noch nicht mal den kleinsten Gang habe ich benutzt. Wow, dass sich der Körper immer so regenerieren kann und dennoch beim Zelten. Wahnsinn, ja, ich habe viel geschlafen von 9 bei 21 Uhr. 21:30 irgendwo, da muss ich eingeschlafen sein, bis 5 Uhr morgens durch. Wow, da war ich richtig erholt. Keine Rückenschmerzen, nichts. Die Beine, ja, man merkt so langsam auch die Anstrengung, aber wenn man jetzt wieder in Gang kommt, sind die Beine auch wieder klar und bereit für neue Taten. Ja, man merkt hier schon wieder diesen Wind, die sogenannte Biese, die Richtung Alpen immer pustet, Richtung Süden. Das kommt hier immer auf so, wenn es wärmer wird. Ja, aber im Moment tut das noch richtig gut. Ja, ich habe ihn ja als Rückenwind, zurzeit wenigstens noch. Ja. Sehr ruhige Straße, muss ich echt sagen, hier fahren kaum Autos, alle 5 Minuten mal eins. Zwei Motorräder noch dazu, also nichts los. Naja, weiter geht's auf dieser schönen Straße.
Es wird Zeit für eine Pause und mit diesem Panorama auf, glaube ich, den höchsten Berg des Juragebirges, über 1600 Meter. Wow, what a Blick, richtig toll. Dieser Wind ist sehr angenehm, der ist schon sehr warm, für noch, ja, es ist halb elf, aber ich mache erstmal eine Pause. Ein bisschen Cola wieder, tut immer gut, ein bisschen was snacken. Ja, und dann geht es gleich nochmal richtig bergauf auf den höchsten Punkt der Reise. Ich war ja gestern verkehrt. Ja, das war es nicht. Der kommt jetzt irgendwo da oben. Ich weiß nicht wo. Fast 1300 Meter hoch. Also fast so um die 50 Meter höher wie gestern. Ja, werde ich packen. Deswegen ein bisschen noch kräftigen und dann geht es weiter. Also erstmal Mahlzeit. Ach ja, ich wollte noch eins anmerken, was ich hier auch toll finde. Hier wird auch jeder gegrüßt, immer Bonjour, Fußgänger, Radfahrer, egal, es kommt immer ein Bonjour. Wie bei mir oben im Norden, das Moin, also das gefällt einem hier sehr. Das macht es irgendwie sehr angenehm hier. Ja. Und das Wetter natürlich auch. Wow, aber was für eine Landschaft. Ich werde jetzt erstmal genießen. Dieser Pass gehört eigentlich zu den einfacheren, muss ich sagen. Maximal 5%, sehr schön. Aber so ein Schild gibt es hier leider nicht. Ja, aber, ich sehe die Alpen. Es ist ganz schwach. Darüber sind auch die Wolken und Schnee obendrauf. Ja, mit bloßem Auge kann ich es erkennen, wie immer auf GoPro ist es zu weit weg. Ja, aber was für ein Blick. Runter zum Neuchâteler See, Lac de Neuchâtel oder wie heißt das noch? Alter, da kann man runter gucken. Ja, also geht es gleich ordentlich Abfahrt, aber danach geht es auch wieder hoch. Also ist noch nicht die letzte Steigung. Ja, Jura ist ja noch nicht zu Ende. Aber hier ist, wie man hier sieht, durch die Felsen. Ein Kletterparadies ist das hier. Habt ihr vielleicht gesehen, gerade die Aufnahme. Ganz oben kletterten die rum. Uiuiui, ich kletter ja auch hier rum, aber nur auf den Straßen. Ich glaube, ich mache hier dann erstmal eine kleine Pause wieder. Ist genau 12, passt ja. Man muss sagen, auch viele, viele Rennradfahrer hier. Das ist hier echt was los. Er ist sehr klein, sehr schmal. Zwei Autos entgegenkommen ist schon schwierig. Aber naja, bei dem Wetter ist auch was los. Natürlich, klar, Pfingsten. Mit diesem Ausblick auf die Alpen, da fahre ich aber nicht. Stark. Also Pause und dann geht's wieder weiter. Enthusiastic
Die lange Abfahrt hier ist jetzt bewältigt, also die war richtig steil. 10-9% hat der Computer hier angezeigt. Hui, die waren ordentlich am Schwitzen, die ganzen Radfahrer, die Rennradfahrer, die hier hochfuhren. Ja, das war ein ganzes schönes Stück, 600 Höhenmeter verloren und auf einmal ja, ist man hier fast im Flachland. Ganz am Rande des Jura, aber es geht nochmal wieder richtig rein und auch nochmal richtig wieder hoch. Ich werde heute nochmal die 1000 Meter Marke knacken. Also ich habe noch was vor auf den kommenden Kilometern. Aber, oh, heiß ist es hier unten auf einmal. Oh, aber dieser Wind, der ist ja da, der macht das erträglich. Und die Alpen, ja, die kommen ein bisschen näher, aber noch nicht ganz nah. Ja, weiter geht's und jetzt wieder bergauf. Nun rolle ich hier ins kleine Städtchen Walup ein, oder wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung. Ja, ein tiefes Tal irgendwie, ja, sehr eng und irgendwo muss ich da durch. Bloß wo? Das sieht man nicht. Weit ist es nicht mehr, 15 Kilometer, 16 Kilometer noch.
bis zum See, also bis zum Campingplatz, den ich mir rausgesucht habe, wenn ich da was kriege, war es noch recht früh, 14.20 Uhr. Boah, es ist aber hier wieder sehr heiß ohne diesen Wind. Boah, das wäre ganz schön. Aber der schiebt mich so doll. Das ist echt krass. Also als Gegenwind möchte ich den jetzt nicht gerade haben. Ja. Man rein ins Örtchen, ins Städtchen. Vielleicht kriegt man da nochmal wieder eine kalte Cola oder irgendwie sowas. Und dann geht's nochmal den Berg hinauf auf über 1000 Meter. Ja, das sind nochmal 300 Höhenmeter wieder hoch. Ja, aber es ist dann wohl der letzte Anstieg des Tages. Hoffe ich. See ist erreicht, aber sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Das waren Prozente. Ja, ging immer stufenweise hoch, mal mehr, mal weniger, aber zweimal auf längere Strecke zweistellige Prozentwerte in der Steigung, so Maximum 13, 14, 15, so knapp. Das meiste war dann 12. Aber dann wurde es auch mal wieder flacher. Dafür wurde es dann Schotter und sehr hubbelig, aber naja. Wie man sieht, Anstrengung lohnt sich, hat sich wirklich gelohnt. Schaut euch das an. Ich hoffe, dass ich auf dem Campingplatz ein Plätzchen finde. Das ist ganz da hinten, noch 8 Kilometer da längs. Ganz flach wird es auch nicht sein, aber egal. Wunderschön hier, sehr toll. Ich hoffe, das klappt. Wahnsinn. Schön erfrischend hier. Ja, ist auf 1000 Meter Höhe, soll man gar nicht glauben. Einfach nur wunderbar. Naja, weiter geht's. Mal sehen, zum Campingplatz vielleicht.
So, wie ihr seht, mein Plan ist aufgegangen. Auf dieser Wiese kein Mensch da, aber es kommt gleich noch einer. Der Radfahrer, der mich irgendwie verfolgt und ihn nicht überholt hat und dann wieder mich überholt hat, der will ja auch absteigen sozusagen. Ja, wunderbar, sogar eine Feuerstelle. Aber bei dem Wind weiß ich nicht, das wird hier alles herziehen. Aber sehr, ja, geschützt liegt es ja vom Wind. Rauscht im Moment noch doll, aber der Wind schläft immer nachts ein. Kein Problem, die Straße ist da unten, die ist schon sowieso nicht als Durchgangsverkehr gedacht. Die ist hinter uns, hinterm Berg, also auch ruhig, keine Schienen. Wunderbar, nur der Platz ist knüppelhart, so wie das aussieht. Wow, zerrissen, zertrocknet. Ja, aber da werde ich schon mein Zelt aufbauen. Ich bin noch, ja, gucken, wo morgens denn die Sonne kommt, aber ich glaube, hier sieht es schlecht aus, wegen Trocknen. Naja, sonst muss ich morgen früh runterfahren am See und da was auslegen oder so. Ja, am See gehe ich bestimmt nochmal, aber das ist ein unheimlicher Wind. Baden macht jetzt im Moment keinen Spaß da. Schade eigentlich, aber das ist ordentlich Wellengang, wollte ich sagen, Wellengang. Aber naja, egal. Ja, essen muss ich auch noch was, man könnte auch hier was essen. Aber ich habe ja noch meine Suppendose, wollte ich schon sagen. Meine Tütensuppe. Ja. Das gibt es ja, Bolognese, glaube ich, habe ich da noch. Ja. Und ab morgen ist auch alles wieder normal. Man kann wieder einkaufen. Dann kann man auch mal wieder alles Mögliche günstiger kriegen als an Tankstellen oder so. Es hat alles super geklappt heute, der Rückenwind. Ja, noch habe ich ihn als Rückenwind. Morgen komme ich an Genfer See. Oh, und dann drehe ich langsam wieder nach Norden und dann habe ich Gegenwind. Aber da komme ich dann zu. Fazit von heute, glaube ich, das mache ich noch nicht. Da werde ich nochmal am See runtergehen. Also dann bis dann Zelt aufbauen und dann schauen wir mal, was passiert. Wie ihr seht, steife Brise hier. Wellengang wie am Meer. Ja, ist nichts Schönes jetzt zum Baden. Schade, aber es ist ja auch noch frisch das Wasser, aber das wäre mir ja auch egal, wie ihr wisst. Ja. Es ist ein toller Blick hier rüber über diesen ganzen See. Man sieht ihn hier fast ganz. Ja, nun habe ich es auch bald geschafft. Noch ein paar Kilometer bis zum Lac Léman, bis zum Genfer See. Dann habe ich es geschafft. Aber heute war echt wieder ein Traum, wie ich das wieder alles geschafft habe, diese starken Steigungen. Und, aber trotzdem genau geplant, wie weit ich möchte. Also noch eine Steigung mehr. Wäre schwierig gewesen, auch von der Zeit her. Okay, ich habe auch viel mehr geguckt heute. Bisschen mehr gebummelt sozusagen, aber es war doch der Rede des Radfahrens wert, oder? Mann, was eine Aussichten wieder heute, den höchsten Berg gesehen. Wenn man hier wieder guckt, toll, dieses Juragestein, diese Felsabbrüche waren wir heute mehr. Es ist echt ein tolles Wandergebiet auch. Und auch für Rennradfahrer auch ziemlich schöne Strecken hier anscheinend. Da hat man auch ganz viele heute gesehen. Wow, aber echt klasse, hier zu sein, an diesem tollen See. Es hat mein Plan ist wieder aufgegangen. Oh, unglaublich. Jo, was soll ich sagen? Beine sind okay. Nicht überanstrengend, finde ich mich. Also, es kann ruhig weitergehen. Aber es ist ja bald vorbei, die starke Steigung. Einmal muss ich noch, glaube ich, über den Berg, so circa. Und dann bin ich schon am Lac Léman in Nyon. Da komme ich dann hin. Und dann werde ich morgen irgendwie mal zur Mittellandroute kommen. Ich hoffe, morgen ist der Wind nicht ganz so stark, weil dann werde ich drehen und dann komme ich so langsam in den Wind. Meine Güte, da sind aber auch ein paar Böen bei. Ja, das ist diese Biese, die man hier so nennt, die immer Richtung oder häufig Richtung Süden bläst. Ja, auf der Alpen-Südseite ist aber schlechtes Wetter, so wenn man das sieht. Sehr viele Gewitter, aber hier ist echt top. Also ich habe es genau richtig. Ja, ich rede auch schon wieder viel zu viel. Ihr habt gesehen, es war eine tolle Tour. Ich kann sie empfehlen, aber sehr sportlich muss man sein, wenn man ohne Hilfsmittel hochfährt. Also ein E-Bike, Pedelec sozusagen. Ist schon empfehlenswert. Man muss die Etappen natürlich auch nicht so lang machen wie bei mir. Aber echt klasse. Wieder heute. Ja, knapp 70 Kilometer, 1400 und ein paar zerquetschte Höhenmeter, ist schon wieder gewaltig. Unglaublich, was man schafft. Aber naja, es ist auch inzwischen ein bisschen leichter geworden, das Rad.
Einige Lebensmittel sind schon raus, viele habe ich gar nicht mehr so. Für 2 Tage vielleicht noch, aber inzwischen könnte man auch mal was anderes essen als die Tütendinger. Muss ich ehrlich sagen. Werde ich mal sehen, was morgen gibt. Es ist ja alles auf. Vielleicht auch mal wieder nur ein Brot oder so. Da hätte ich auch mal wieder Lust zu, muss ich echt sagen. Naja, ihr werdet das sehen, wenn ihr den vierten Teil hier verfolgt, der bald wieder kommen wird für euch. Für mich ist es morgen und ich freue mich drauf. Das Wetter bleibt so, schöne Bilder hat es wohl hoffentlich gegeben. Also, dann vielen Dank fürs Anschauen. Ja, und was sage ich hier? Moin, moin, tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Flattl und Radler. Unterwegs, ja, au revoir, salut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Flattl und Radler Thorsten. Tschüss, endgültig tschüss, aber nochmal Siegerbierchen am See. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aus.